Wissen Sie, es ist wie mit dem Verlieben. Zuerst beginnt es wie ein Zufall. Und wenn du dann mittendrin bist, merkst du, dass das Schicksal einen Plan mit dir hatte. Entschuldigen Sie. Können wir erstmal die Fakten klären? Ich kann Ihnen so nicht folgen. Und ich denke, meine Leser auch nicht. Sie wollen also nur die schmutzigen Details. Sagen wir so, die schmutzigen Details sind das Salz in der Suppe. Was ist in der Schachtel? Sie sind so versessen auf die Story, dass Sie nicht einmal überprüfen, ob ich dieser Mann überhaupt bin oder ein Betrüger, der ihm ähnelt. Okay, dann überzeugen Sie mich. Das hier hat dieser Sportstudentin gehört. Jesse. Jenny. Richtig. Danke. Himmel hat die mir das Ohr abgequatscht. Da habe ich beschlossen, es mir wiederzuholen. Wenn man genau hinsieht, kann man das zugewachsene Ohrringloch sehen. Warum stechen die sich erst welche, wenn sie die Dinger nachher wieder zuwachsen lassen? Von dem Ohr weiß die Presse nichts, richtig? Aber sie wissen davon. Woher? Gehört zum Job. Gehört zum Job. Sie sind wirklich sehr ehrgeizig, was? Schön. Reden wir über Ihren Ehrgeiz. Wie viele Frauen gehen auf Ihr Konto? Wie sich das anhört. Nein. Nein. Das wirklich Interessante ist das davor. Ich muss zunächst Informationen über die Dame sammeln. Ein persönlicher Kontakt ist ja entscheidend. Guten Tag. Ich melde mich meistens auf Kontakt oder Kleinanzeigen. Das hat sich als sehr effizient erwiesen. Ich spüre fast immer, wenn eine Frau hinter der Annonce steht. Auch wenn es um Gartenarbeit oder Möbelverkauf geht. Ich habe da irgendwie eine Antenne dafür. Als hätte Gott mir diese Gabe gegeben. Hören Sie manchmal Gottes Stimme? Seien Sie nicht albern. Wie heißt es so schön? Wenn man zu Gott spricht, ist man religiös. Spricht Gott aber mit dir, ist man verrückt. Sie müssen also eine Nähe aufbauen zu der Frau, bevor Sie sie töten können. Nein, das trifft es nicht. Wir brauchen eine gemeinsame Geschichte, etwas, das verbindet. Es ist schon erstaunlich, wie viel man erfahren kann, wenn man offen ist und die richtigen Knöpfe drückt. Natürlich braucht man dafür eine gewisse Zeit. Ich glaube, ich verstehe noch nicht ganz, was Sie mit gemeinsamer Geschichte meinen. Ich meine eine Inspiration. Ich habe die Männer nie verstanden, die über ihre Frauen in Kategorien reden wie die war gut im Bett oder meine erste Asiatin oder Mensch hat ihr einen großen Arsch. Ich will eine originäre Erinnerung. Zum Beispiel? Jede Frau muss anders sein. Einzigartig. Und das verändert einen dann selber. Verstehen Sie? Und am Ende müssen alle sterben. Alle 13. Nicht immer. Ich habe viele Frauen kennengelernt. Die meisten sind langweilig. Sie töten also nur Frauen, die Sie inspirieren. Schlafen Sie mit Frauen, die Sie nicht inspirieren? Sie haben mit Ihnen geschlafen? Nein. Verstehe.